Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir haben gerade einen gar, oh mein Gott, verdammt nochmal schweren Kampf hinter uns, nämlich gegen diesen Goldmagie-Ritter, also gegen alle sechs. Und wir haben haushoch gewonnen. Und ja, mal gucken, was jetzt passiert ist. 24 Minuten für diesen einen Kampf, der leckt mich an. Und wir haben gute Sachen bekommen. Ich glaube, jeder hat mindestens ein Level abbekommen. Elisa 3 ist klar. Und eine Trophäe haben wir auch bekommen. Der weltbeste Krieger, was ich natürlich bin. Ihr habt mich tatsächlich besiegt. Und das auch noch haushoch. Unglaublich. Bleibt mir glatt die Sputtke weg. Wie stark werdet ihr werden? Wie lange werdet ihr weiterkämpfen? Naja, wir sind schon beim 229. Part. Solange wir müssen. Solange wir jetzt müssen. Hahaha, eine gute Antwort. Dann gebe ich euch die Macht, die ihr braucht. Die Zeit ist gekommen, das Siegel von den Teufelswaffen zu nehmen. Oh Gott. Nun geht, geht und nutzt diese unendliche Macht. Kämpft in alle Ewigkeit. Hahaha. Also, haben wir ihn besiegt? Es ist merkwürdig. Er scheint nicht darüber. Er schien darüber nicht besonders bestürzt zu sein. Das wollte ich sagen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht glauben, dass unsere Liliumkugeln nur Werkzeuge zu seinem Nutzen sind. Es ergibt alles einen Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Liliumkugeln haben die Menschen lange Zeit zum Kämpfen und Lernen angeregt. Oder so. Ich glaube, sie wirken mehr als das. Meine Liliumkugel gab mir die Kraft, meine Pflicht erfüllen zu können. Ich glaube nicht, dass das Werkzeug an sich gut oder böse sind. Da stimme ich Jude zu. Ob ein Werkzeug für einen guten oder einen bösen Zweck eingesetzt wird, hängt vollständig vom Benutzer ab. Vielleicht funktionieren die Teufelswaffen auch so. Er sagt etwas über das Abnehmen ihres Siegels. Ich bin einverstanden. Ich sehe keinen Grund, warum wir darauf verzichten sollten. Wir sollten sie einsetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, Jude hat recht. Das ist schön und gut, aber was tun wir, wenn unser Hitzkopf stärker als je zuvor wiederkommt? Ganz einfach, dann besiegen wir ihn wieder. Bitte was? Die Teufelswaffen wurden geweckt. Je mehr Feinde du mit ihnen besiegst, desto stärker werden sie. Wenn du verbunden bist und einen Gegner besiegst, wird auch die Teufelswaffe deines Partners stärker. Unermüdlich, weltbester Krieger. Okay. Lass mich nochmal zusammenfassen. Ich habe gerade den bestimmt. Sorry to be such a burden back there. I'll try to be more careful. Okay. Ich weiß nicht, warum die das jetzt auf einmal alle sagen. Egal. Wir leveln erstmal auf. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Ich habe ich nehme mal hoffentlich an, den stärksten Boss in diesem Spiel gerade besiegt. Und jetzt kann ich erst die Teufelswaffen verbessern. Also es hat genauso Müll wie in Tales of the Abyss. Wozu brauche ich denn die dann noch? Für was soll ich die denn aufleveln? Ich habe doch jetzt schon den. Wo ich kann ja nochmal gegen ihn kämpfen. Worauf ich aber jetzt nicht so in naher Zukunft drauf Bock habe. Aber ich könnte es machen, ja. Sie hat drei Level Ups. Wie hat sie drei Level Ups bekommen? Geht doch nicht. So. Einfach irgendwas hier. KP. Hätte sie vielleicht gebrauchen können im Kampf. Ach. So. Da ist auch noch KP. Verdammt, da komme ich nicht ran. Ja, Geschick brauchst du eigentlich nicht. 666 Geschick, weg damit. Ach, das wollte ich letztes Mal aufnehmen, glaube ich. Ups. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, was es uns jetzt bringt, die Teufelswaffen nur aufzuleveln. Aber okay, wir können es machen. So. Und wir haben unermüdlich bekommen. Ein Buch, mit dem Jude Zugang zur Fähigkeit Standfestigkeit erhält. Okay. Wo ist es hier? 30. Umgehe das Taumelrisiko, wenn beide Füße am Boden stehen.
Okay. Cool. We'll try harder, we promise. Oh man, I'm so sorry. I totally blew it back there. Okay. So. Wo haben wir den hier? Ne, ich glaube, da kommt nichts anderes mehr, oder? Der als stärkste Krieger der Welt galt. Ja, super. Und wofür soll ich jetzt die Dingens aufballern? Ich rüste es mal einfach aus. What the f... 4000. 3800. 5000. Mein Gott, was zum... Ja? Mein Gott, sind die stark. Sie ist 2 Level höher als die anderen. Was soll das? Okay. Ja. Was gibt's jetzt noch zu erledigen? Juwelen. Ich habe noch keine Juwelen. Hallo? Wo kriege ich denn die dann her? Wo sind nochmal? Hier, nein. Da, nein. Hier, nein. Tempeleingang, ja. Wo bekomme ich die Kugeln dann her? Ich weiß es nicht. Erklär mir das mal einer. Macht keinen Sinn. Mir fehlen, glaube ich, noch 5 Stück. Kann ich denn noch so viele hier übersehen haben? Sorry, you had to see me like that. I'm sorry, I dragged everyone down. Was zum Teufel soll das denn? Ihr wart doch super. Ihr wart alle super. Na, uns fehlen noch die 5 in der Mitte. Da. Die da. Die da. Wo kann ich denn hier noch 5 übersehen haben? Speichern wir erstmal. Einfach so. Ah. So, die Teufelswaffen sind jetzt stärker denn je. Das freut mich. Ich weiß nicht. Was können wir denn jetzt noch machen? Ich würde sagen, wir haben jetzt alles erledigt, oder? Jedenfalls alles, was mir hier gerade möglich ist. Ich kann nur die Kolosseum-Einzelkämpfe alle machen. In Dingenskirchen, wie auch immer das heißt. Wo ist es? Shandu, genau. Aber nicht jetzt. Oh, kurzer Part. Ach, ich könnte mich auch direkt ins Dingens, ne? Hier. Da könnte ich versuchen, wo, ich muss mal gucken. Feinddaten. Hier, Jude, Kolosseum, die sind alle Level 60 ausgelegt. Die könnte ich vielleicht schaffen. Aber nicht in diesem Part. Was? Alle so, tut mir leid und so. Und sie so, ich bin die Beste. Was? Kann ich euch auch Geld schenken, aber das bringt nicht so viel, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich komme vielleicht nochmal irgendwann hier wieder. Das ist, glaube ich, nicht der letzte Part. Ich werde noch gucken, ob irgendwas zu erledigen ist. Vielleicht kann ich ja jetzt hier irgendwie was machen. Mein Kampf bewerben. Nö. Schade. Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier und wenn noch irgendwas kommt hier. Kolosseum Einzelkämpfe kann ich nochmal irgendwann reinhauen. Also im Großmeister-Level. Wenn ich irgendeinen Hinweis auf diese mysteriösen Juwelen finde, werde ich dazu auch noch was hier hochladen. Aber fürs Erste würde ich sagen, das war's erstmal von Let's Play Tales of Xillia. Und wir sehen uns vielleicht oder vielleicht auch nicht im nächsten Part, aber ich würde auf jeden Fall sagen, vielleicht. Auf jeden Fall noch im nächsten Part sehen wir uns noch. Und ja, keine Ahnung. Wir sehen uns dann. Tschüss. Haltet die Ohren steif. Gute Nacht. Oder... schon. Tschüss.